willkommen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom DEL-Mode. Die Löwen Frankfurt zu Gast bei den Bietigheim Steelers und wie in Wirklichkeit die Bietigheimer tatsächlich ja doch ein bisschen unter den Erwartungen der letzten Saison. Man orientiert sich an der reellen Saison und Frankfurt möchte natürlich hier nicht als Punktelieferant dienen gegen die Bietigheim Steelers. Da ist Wilkie und da ist Dominik Bock für die Löwen aus Frankfurt. Ach so, war das. Ja, das musst du doch machen. Oh, yes. Kein Abseits. Und Snapper Crusader! Vielen Dank für den Support. Danke für die Unterstützung und bleib Eishockey. Profi! 14 geile Monate. Dankeschön, mein Lieber. Wie geht's dir, mein Lieber? Auch schon ein Jahr und zwei Monate mit dabei. Sehr, sehr, sehr krass. Mir geht's gut, Adlermann-Fan. Langer Arbeitstag hinter mir. Bin morgen um 6:30 angefangen zu streamen. Dann ganz normal gearbeitet bis um 5:30. Und jetzt nochmal von 7:45 bis 9:45. Da wird auch nochmal gestreamt. Morgen früh ist wieder Early Bird. Also alle den Wecker stellen. Ab 6 Uhr geht's weiter. Ja, muss. So sieht's aus, Snapper Crusader. Genau so sieht das aus. Es muss. Und da ist wieder Dominik Bock. Burns hinter die Bande zu Olsen, der ja mittlerweile keinen guten Stand mehr hat in der deutschen Eishockey-Liga. Ryan Olsen. 3 Punkte müssen her gegen Bietigheim. I'll do my very best, Tyler. Oh, sehr schön gemacht. Da ist er alleine auf weiter Flur. Und scheitert am Torhüter Noah. Einfach hier auch mal ein bisschen poetisch unterwegs. Atkinson. Morgen kommt eine neue Folge auf YouTube. Ah, Sharai Tukayo. Kommt da nochmal dran. Jetzt die lange Sommerpause überstehen. Wem sagst du das? Schwedisch, Ungarisch und Norwegisch. Ich knabbere mal ein paar Erdnüsse, dass sie schmecken. Die ist wirklich immer so lang, Snapper Crusader, ne? Das ist tatsächlich so. Die ist immer so wahnsinnig lange. Aber ruckzuck ist dann September und die Season geht wieder los, beziehungsweise im August schon mit den Vorbereitungsspielen. Also von dem her, es geht manchmal schneller, als man glauben mag. Fabian Kuki, Dylan Ruck und der bekommt die Strafzeit. Und servus, heiti, heiti. Na, das ist ja toll. Wen haben wir denn hier? Einen verkannten Komiker, Private Joker. Ich bewundere Sie aufrichtig. Sie gefallen mir. Lieutenant Commander Hightower meldet sich zum Stream. Wie ist es dir, mein Lieber? Und natürlich fehlt dann auch nicht Klopapier. Soldat. Klopapier. Meldet sich zum Stream. Das ist so geil mit Klopapier. Ich mag ihn einfach gerne. Und Hightower hat recht. Selbst 2 Wochen ohne Eishockey. Aber geil, Snapper Crusader, was wir ja auch noch kriegen. Im Mai ist die Eishockey-WM. Da dürfen wir ja auch noch. Und da freue ich mich auch wieder drauf. Die Platsche Eishockey-WM steht dann quasi auch wieder in den Startlöchern. Das wird wieder sehr, sehr geil. Und servus Maroos. Und servus Fischtow. Wunderschönen guten Abend. Ich glaube, nein. Ich glaube, dass dieses Jahr kein Goalie-Mode kommen wird. Hab ich, muss ich ehrlich gestehen, nicht wirklich Lust drauf. Das sollen die machen, die eine Ahnung davon haben. Oh, Hildebrand. Mal schauen, was Simon für einen Starting Goalie aus dem Hut zaubert. Ich bin generell gespannt, wie sich die Mannschaften wieder verändern werden. Glaubst du, der KIV wird aufsteigen? Nein, Brady. Leider nein. Wie lange hast du gestern durchgehalten, Heidi? Ich habe heute Morgen dank der Zeitumstellung auch verpennt. Statt 5:30 bin ich um 6:30 aufgestanden. Ich stehe ja ohne Wecker auf. Wow, ganz bitter, Hildebrand. Einmal mehr zur Stelle.
die Platsche, einzig wahre Eishockey-WM. Ich freue mich da auch immer mega drauf. Die ist einfach cool. Bis um 3 hab dann, oh Gott im Himmel, Hightower, ernsthaft, wenn ich um 3 ins Bett gehe, würde ich um 6 auch nicht aufstehen. Mach dir da keinen Stress. Wow, was macht Hildebrand? Krefeld fliegt morgen raus und Kassel steigt auf. Also, dass Krefeld morgen rausfliegt, könnte passieren. Ich hoffe nicht. Und dass Kassel aufsteigt, ja, das kann durchaus sein. Dass die Huskies aufsteigen, das ist durchaus möglich. Ich stelle keinen Wecker mehr, Andi, seitdem meine Tochter auf der Welt ist. Ja, sonst müsste ich in einem anderen Zimmer schlafen. Und dadurch, dass sie ohnehin regelmäßig aufwacht, weil sie Durst hat, gibt es eigentlich wenig Zeitfenster. Das heißt, ich kann gar nicht verschlafen. Ich hoffe auch nicht. Ja. Ja, die Zeitumstellung. Normalerweise wäre erst 5:30 gewesen. Dann hätte es wunderbar gepasst. War aber dann halt schon 6:30, ne? Aber war ja auch nicht schlimm. Wir haben 2,5 Stunden heute Morgen gestreamt. Sind ordentlich weitergekommen, haben die dritte Prüfung gemacht bei Hogwarts Legacy. Noch 35 Streams bis zu den 900 und 135 bis 1000. Das ist so krass, Ilmi, oder? Das ist so krass, Ilmi. 1000 werden wir dieses Jahr auf jeden Fall schaffen. Die kriegen wir auf jeden Fall hin. Korrigiere, 17. April. Stanley Cup Playoffs. Das ist so schnell vorbei, ne? Das ist so schnell vorbei. Das ist der Wahnsinn. Unbelievable. Burns. Komm nicht dran. Und Hildebrand. Sehr gut. Dankeschön, Adlermann am Fan. 4:8 Schüsse für Bietigheim. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 4:8 Schüsse. Aber ich merke schon, die machen richtig Druck. Die geben ordentlich Gas. Eine Minute noch Unterzahl. Einfach die Scheibe aufs Tor bringen. Hauptsache die Unterzahl können wir killen. Stretch, Achtung, da ist Rookie. Wow, und jetzt ist er drin. Ich hab's kommen sehen. Und wir probieren mal, liebe Leute, wir probieren mal einen Schluck vom neuen Fruity Frog, der mega fruchtig ist. Der ist so mega fruchtig. Ohne Scheiß. Wenn es draußen wärmer wird, Ananas, Maracuja-Mango, wenn es draußen wärmer wird mit Eiswürfel, das ist super geil. Das ist super geil. Auch der Eistee schmeckt richtig lecker. Das ist dieser hier. Das ist dieser hier. So geil, einfach wirklich beide. Sowohl der Eistee als auch der Holy. Super, super nice. Nächste Woche, wenn ich wieder zu Hause bin? Bist du unterwegs, Heidi? Mit Dungeon war es später, oder? Heidi on Tour! Ab morgen bis Freitag in der... Ah! Sehr geil! Wann geht's los, morgen früh? Und Olsen. Kommen bestimmt Fotos auf Insta. Bis gleich, Andi. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.
nach deinem Early Bird. Ach, Heidi, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Und ich freue mich schon. Ich freue mich schon wirklich auf Freitag, liebe Leute. Freitag wird mal wieder sehr lange gestreamt. Servus David, wunderschönen guten Abend. 3, 4, 5 Stunden. Freue ich mich drauf. Stavanger Oilers langweilt sich schon im Finale, während Storhammer gegen Valerga. Oh Gott, oh Gott. Komm, schade. Ich will nämlich jetzt mal Hogwarts Legacy und Dead Space abschließen. Die beiden Spiele stehen ja noch als Story Games in der Pipeline. Und dann ja, haben wir wieder Platz, Early Bird, neue Games zu zocken. Kommt ja einiges noch. Gibt ja einiges, was mich tatsächlich interessiert. Morgen früh wird gezaubert. Ja, genau so sieht's aus. So ist der Plan. Wir sind heute wirklich gut weitergekommen, Heidi. Wir haben heute einen richtigen guten Schritt nach vorne gemacht. Ich habe dann auch noch ein bisschen Nebenmissionen erfüllt. Das will ich so offscreen ein bisschen machen. Oh, Sesemski, komm schon, jetzt ist er durch. Yes! And there she goes! Frankfurt ties it up. Shit, meine Klopse. Was für Klopse. Oh nein! Hightower hat Essen noch. Zum Wohl. Also Ilmi, der hier kommt an den Pfirsicheistee schon sehr, sehr nah ran vom Ranking. Generell die beiden neuen Sorten. Ist einfach so typical Holy. Ein super geiler Treffer gelandet. Heitisberger Klopse. Und wer sonst mal bei Holy auschecken will, Ausrufezeichen Holy, da kommt er dann auf die Website, da könnt ihr einfach mal schauen. Und mit Bloody LP 10 spart ihr noch 10% auf eure Order. Sehr, sehr geiler Smiley Brady. Dominik Borg kommt leider nicht durch an der Seite. Norman Hauen. Und Ron Ford. Und Bock. Dankeschön, Adlermann Fan. Komm, schade. Auch wieder die Stream. Aito Kayo. Eieieiei. Also 1-1. Knapp 40 Minuten gespielt. Nach 2 Jahren steht der Zuschauer jetzt erste Nachricht. Wünsche allen einen schönen Abend. Paul Eichhorst. Wunderschönen guten Abend an dich. Freut mich sehr, dass du schon so lange dabei bist. Und einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Grüße gehen definitiv zurück. Wie geht's dir? So, letzte Minute läuft. Nochmal Ryan Olsen. Scheitert an Aito Kayo. Vorsicht, aber es geht mit dem Unentschieden. Ins zweite Drittel, in die zweite Drittelpause. Sesemski besorgt den Ausgleich, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Ich will die 3 Punkte gegen die Steelers. Sind ja auf Rang 6 abgerutscht mit den Löwen. Ja, sehr schön. Ron Ford. Jetzt nochmal. Ron Ford. Schade. Ah, Versuch abzufälschen. Alter, die shit, meine Klopse. Ich hatte heute Lachs im Blätterteig mit Spinat. Oh, da ist er. McNeil als Torschütze. Da ist er. Sehr, sehr geil. Da ist die Führung der Löwen. Richtig gut. Ganz wichtiger Treffer hier.
Burger. Scheitert an Hildebrand. Bei Fisch bin ich raus. Also, ich esse auch nicht so gerne Fisch. Aber manchmal, wenn ich richtig Lust drauf habe, dann ja. Dann ja. Lachs, ja. Gerade so, Lachs ist lecker. Wow! Und was ist das, Runford? Der da einfach mit Trupp kloppt. Sehr, 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 sehr geil. Sehr, sehr, sehr nice. Die Fischstäbchen von Aldi sind super. Ja, Fischstäbchen mag ich tatsächlich nicht. Das ist was, das mag ich nicht. Aber einfach, weiß ich nicht. Mir schmeckt es einfach nicht. Aber hat keinen besonderen Grund. Boah, CJ Stretch. Zehn Minuten noch im Schlussabschnitt. Fisch eigentlich nur Karfreitag. David, geil, weil es kein Fleisch gibt da oder wie? Wenn es halt sein muss, dann essen wir da ein bisschen Fisch. Ansonsten nein! Unser Zivi auf vegetarisch. Die schmecken anders als Fisch und sind gut. Wieder da mit Klopsen. Was ich auch nicht mag, ist so Rollmops oder Heringsfilet. Das ist so, wo ich dann auch raus bin. Zintek. Jetzt kommt wieder die Auferstehung der Steelers, ne? Ist doch klar, dass sie nicht nach Fisch schmecken. Sehr, sehr geil. Das Bild ist noch im Eisbären-Trikot. Ja. Gibt, glaube ich, nicht jedes Jahr neue Bilder. Ach so. Hättest du das nicht früher sagen können? Deshalb sind es bei Euri immer 23 Fischstäbchen. Auf der Verpackung steht nur 20. Oder wie viele auch immer das sind. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Eieieiei. Aito Kaio. Aber das ist schon eine Hängepartie und eine Würgepartie. Okay, wie gesagt, ich Steffi isst auch gerne Fischstäbchen. Immer auf dem Brötchen mit Mayo. Alter, und dafür gibt's nix? Jetzt leeres Tor bei den Steelers. Kommen nicht mal mehr an die Scheibe ran jetzt. Fünfzehneinhalb, drei Viertel. Boah. Alter, wie krass das ist. Wie die kann man nur noch am Drücken, aber wir haben gewonnen. Euri. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Feiertagergebnis. Wir haben tatsächlich gewonnen. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber richtig knapp. Aber richtig knapp. Egal, so muss es manchmal auch gehen. Und Bietig kann tatsächlich mehr Schüsse als wir. Mega krass, wie die echt abgegangen sind. Also holla die Waldfee. So, Chefcoach ersetzt und wir gehen zu den Augsburger Panthern, aber erstmal gucken wir auf die Tabelle und die Abmoderation nur für YouTube. Wir machen natürlich entsprechend weiter.
So, wir haben Köln vor Nürnberg, Löwen jetzt wieder auf 3, dahinter Ingolstadt, München, Berlin, Schwenningen. Aber schaut mal, bis runter zu Schwenningen sind es gerade mal 2 Punkte. Mega eng. Augsburg hat noch Spiele weniger, das heißt, ein Sieg wäre enorm wichtig. Dahinter Iserlohn, Wolfsburg, Mannheim, dann haben wir Bremerhaven, Straubing, Düsseldorf und auf Platz 15 die Bietigheim Steelers. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.